Ungefähr 39 Millionen Filipinos oder 43% der philippinischen Bevölkerung sind weniger als 18 Jahre alt. Etwa 40.000 Kinder leben auf den Straßen der Megastadt Manila. Mitten in Manila kann man unsere kleine Welt Quiapo finden. Die Straßenecke, welche schon seit langer Zeit unser Zuhause und unser Spielplatz ist. Ja, wir leben in keinem Haus wie ihr. Und viele von uns haben auch keine Eltern. Und wenn wir Eltern haben, dann leben wir getrennt von ihnen, aus den verschiedensten Gründen. Unsere Eltern sind im Gefängnis, haben mit Drogen zu tun oder sie haben uns für eine andere Familie verlassen. Vielleicht wundert ihr euch, warum wir heute Abend hier sind. Wenn dies die Erde ist, dann sind wir hier. 10.000 Kilometer von euch entfernt. Und wenn das die Philippinen sind, dann sind wir hier. Und diese Straße ist unsere Welt. Und heute sind wir hier bei euch, um euch unsere Geschichte zu erzählen. Müllsammler in jedem Alter kämpfen hier um ein paar lebenswichtige Pesos. Es sind überwiegend fleißige Menschen, die auf ehrliche Weise zu überleben versuchen. Gefährliche Kinderarbeit ist an der Tagesordnung. Trabajo, trabajo, trabajo. Sigue. Sigue.
Kinder, Kinder, ich bin Abby. Wie heißt du? Und du? Ah, vielleicht wundert ihr euch, warum ich hier bin. Ich bin auch in Quiapo groß geworden. Früher hing ich auch hier rum. Ich kenne mich hier gut aus. Am frühen Morgen schon sitzt hier Frau Sion, die Handleserin. Sie verdient ihr gutes Geld, während andere auf ein Wunder warten. Vielleicht wünschen sie sich, schwanger zu werden oder planen eine illegale Abtreibung. Oder sie warten, bis wieder eine Kundin kommt oder bis ihnen jemand ein paar Münzen in die Büchse wirft. Doch vor allem wünschen sie sich, ein Mittagessen zu bekommen oder wenigstens etwas Kleines zwischen die Zähne zu kriegen, um ihren Hunger ein bisschen zu mildern. In dieser Situation sind wir Kinder die verletzlichsten Menschen und werden in die schwächste Position gedrängt. Wisst ihr, so wie ihr habe ich auch zu fragen begonnen. Mein Kind, mein Freund, wohin gehst du? Auf der Straße niemals Schule besucht. Diese Menschen denken, bei ihnen ist ein Kluft. Groß geworden mit der Regelung, was nicht nahe fest ist. Doch rein ist die Freiheit, die lebt davon. Miss Drogen nehmen und denken, alles nur ein Spiel. Doch plötzlich merken, alles ist 100% real. Keine Perspektive, man nennt sie auch Abschaum. Doch Leute, jeder Mensch auf dieser Welt hat einen Traum. Müll an dem Steigen und Müll aufheben. Jedermann wünscht sich ein besseres Leben, fast kein Essen und ja auch fast kein Geld. Sich ein um Freiheit, weil es dort keinem gefällt. Ich appelliere an euch, hier macht keinen Scheiß. Bitte zu Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Schwester und du bist der jüngste Bruder. Und nun erzählen wir einander Geschichten. Mami möchte euch gerne zuhören. Mein Kind, was ist deine Geschichte? Musik.
im Dschungel. Umgeh vor Dürr, muss Beton, Blatt und Glas. Dreite Fischzahnen schnüren, klick Glück für wenig Geld. Das verkauft sie auf den Straßen und versinkt in ihrer Welt. Wird von Menschen unverherrscht, ist überholt. Und stört schließlich ziemlich stark, sie stört ziemlich stark. Jenny hat zwei riesige schwarze Augen. So rief und tief, dass alles drin versinkt. Dreite Lachen auf der Lippen, spart sich Tränen mit Bedacht. Schnell im Lernen, kann vergessen, aber weiß auf Tag und Nacht. Denkt, wer ich ist, kann sich ständig überfressen. Du musst keine Sorgen. Und der ewig's miese Hunger grollt im Orbit Stoßverkehr, wo verschlingt und durchbringt, was heim muss. Oh Manila, du bist so lieb, das Universum und doch ein Abschlag Hunger du. Und in der Nacht ist fast noch mehr los als am Tag. Und den anderen an der Stadt trinkt jetzt täglich teure Wein. Und ihre durstig leere Becher füllt sie auf mit Fantasie. Nicht mehr landen ist auch der Tag wieder zahn. Und fährt sie von vorne nach und von vorne nach. Und der ewig's miese Hunger grollt im Orbit Stoßverkehr, wo verschlingt und durchbringt, was heim muss.
Ich habe keine Geschwister. Ich habe auch keine Mutter und keinen Vater. Aber früher, ja, da hatte ich Eltern und Geschwister. Crowded streets of Giapo. Family lives under the bridge of Giapo. The government has sealed our fate. They're coming on an unknown date. Take away our little homes in Giapo. My daddy was an alcoholic in Giapo. He never left us any fortune in Giapo. He never left me just a bit. Bereits meinen Vater hatte ich verloren. Nun hatten wir auch noch unser Haus verloren. Danach ging es meiner Mutter total schlecht und sie hat aufgehört, auf dem Markt zu verkaufen. Ich soll nun verkaufen. Am Anfang war ich noch sehr nervös, aber es ist eine Gewohnheitssache. Möchtest du? Mach dir keine Sorgen, Jenny. Du bist nicht allein. Ich weiß, was du durchgemacht hast. Von heute an bin ich deine ältere Schwester. Und du? Warum hast du so viele blaue Flecken? Das sind keine blauen Flecken. Das ist nur Schmutz. Das sind keine blauen Flecken, ich bin nur schmutzig. Doch ja, früher war das nicht. Früher waren wir glücklich, auch wenn wir arm sind. Denn mein Vater hat als Jeepney-Chauffeur gearbeitet und meine Mutter als Waschfrau. Musik
Doch eines Tages ging unser Vater weg. Ich und mein kleiner Bruder wussten nicht, wohin er ging. Er musste weit weg arbeiten gehen, um genug für unsere Familie zu verdienen. Manchmal kam dann ein Paket mit der Post, das sei von Papa. Auch wenn wir ihn nicht sahen, wir wussten, Papa hatte hart dafür gearbeitet. Viele Tage vergingen und wurden zu Monaten und Monate wurden zu Jahren und wir hörten nichts mehr von Papa. Mein kleiner Bruder wurde krank. Ich hätte auch gerne gespielt wie andere Kinder, doch ich musste meiner Mutter helfen. Eines Tages hat Mama uns Herrn Kaibo vorgestellt. Sie hat gesagt, er sei nett. Sie hat gesagt, wir würden glücklich sein mit ihm zusammen. Sie hat gesagt, sabi ni Nanay, magiging masaya kami sa pili namin bagong tatay. Ako'y naglalakbay, walang patutunguhan. Gabi at araw, di ko malimutan. Bakit kaya ganito ang buhay? Nasaan ka, inay? Nasaan ka, itay? Ako'y takot na naglakbay, pero gusto kong mabuhay. Pagkain laging hinahanap, mag-iisang nagsisika. Bakit kaya ganito ang buhay? Nasaan ka, inay? Nasaan ka, itay? Bakit kaya ganito ang buhay? Nasaan ka, itay? Nasaan ka, itay?
Von heute an sind wir deine Eltern. Meine Geschichte ist ja auch nicht viel anders als deine. Wurde auch ich von meinen Eltern getrennt. Wir kommen vom Land und meine Mutter brachte mich zu meiner Tante, hier in Manila. Sie hat gesagt, es ist besser, wenn ich von meinem Vater getrennt werde. Es ist besser, denn hier könne ich zur Schule gehen. Das hat sie gesagt. Aber meine Tante hat mich nicht zur Schule geschickt. Jeden Tag ist sie wütend auf mich und schreit mich an. Sie schäme sich wegen mir. Jeden Tag sehne ich mich nach Mami. Dann habe ich Dan kennengelernt. Er war nett. Darum ging ich mit ihm.
Ich wusste nicht, mit wem ich reden konnte. Ich wollte meine Tante bitten, mir zu helfen. Hilfe, Hilfe! Ich wollte zu meiner Mutter sagen, weißt du, hier wiederholt sich alles, was Papa mit mir gemacht hat. Yeah.
Auf der Straße haben sich unsere Wege gekreuzt. Unsere Erfahrung hat uns stark gemacht. Und ihr Zuhören hat uns neue Hoffnung gegeben. Ich bin Lisel. Ich bin Janelin. Ich bin Jan. Wir sind wieder von Jabo und von Nesimo Bonilli. Ich habe das Recht, geboren zu werden. Ich habe das Recht auf einen Namen und eine Nationalität. Ich habe das Recht auf ein Zuhause und auf eine Familie, die für mich sorgt. Ich habe das Recht, an einem friedlichen Ort zu leben. Ich habe das Recht auf genug und nahrhaftes Essen. Ich habe das Recht auf angemessene Schulbildung. Ich habe das Recht auf Zeit zum Spielen und zur Erholung. Ich habe das Recht auf Schutz vor Missbrauch, Gefahr und Gewalt. Ich habe das Recht auf Hilfe und rechtlichen Schutz von meiner Regierung. Ich habe das Recht, meine eigene Meinung kundzutun. Naririnig mo ba ang mga tinig sa kung saan na nanggagaling sa mga munting bata ng lansangan? Mga iyak at bibig, nadulot ay mali, paniniwala at pagtanggap sa mga yaging ng langit. Nararamdaman mo ba pait nilang karanasan mula sa mga taong dapat sa kanila'y magmahal? Kaya't ang aking tanong, bakit nagkakaganon sa mga sinasabi, biyaya sila ng Panginoon? Ngayon na ang panahon na ipaglaban sila. Ngayon na ang pagkakataon na ipabago sila. Nakamahuli na lahat at wala na makitang bukas. Ano kaya ninaharap at kanila'y masunyapan? Imulat mo ang iyong pananaw at mga paningin na makita mo ang totoong mga suliranin ng mga bata sa panganib na sa iyong mga paligid na naghihintay ng iyong tugon at pagtulong. Ngayon na ang panahon na ipaglaban sila. Ngayon na ang pagkakataon na ipabangon sila. Baka mahuli na
wala nang makitang bukas. Ano kaya ang hinaharap? Ang kanila'y masuya pa. Kapitz, denk doch auch mal an die anderen und denen ihre Kids wie fast nie lieb. Und sie machen jeden Tag einen Kauf und am Kumpel in auf dem Markt. Das ist Traum, wenn man den Ball mal ins Auge sieht. Und das Bett getrennt, die Schönung, das Biss, das ist nicht nice. Das könnt ihr mir glauben, sich selbst die Finden aus den Drogen und Klauen im Stich gelassen, wie diese Lieben sollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesmal wollt, ganz auf sich allein gestellt. Im Großstadtdschungel holen sie sich Tipps von Alten und Jungen. Ums Überleben geht's hier Tag für Tag, ein Kampf ums Leben. It's fucking hard, ich appelliere an euch, ihr macht keinen Scheiß, bitte zu Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Ano kaya ang naharap, ang kanila'y masulit pa.